Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben aus der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute, am 6. Mai 2021, geht es um dieses Buch. Heimat finden vom Leben in einer ungewissen Welt. Sein Autor ist Professor Wilhelm Schmid, der führende Philosoph der Lebenskunst. Dieses Buch ist erst vor wenigen Wochen erschienen und wir freuen uns, dass Wilhelm Schmid es jetzt bei Wissen fürs Leben präsentiert. Das Thema Heimat finden vom Leben in einer ungewissen Welt ist ein Thema von existenzieller Bedeutung. Nicht nur jetzt, sondern immer schon und es wird noch lange so sein. Warum es gerade jetzt besonders aktuell ist, das möchte ich Ihnen kurz mit ein paar Fakten erläutern, weil mir immer wichtig ist, in welchem sozialen, gesellschaftlichen Umfeld ein Thema zum Thema wird und zur Sprache kommt. Für den Erhalt der psychischen Gesundheit und für den sozialen Zusammenhalt brauchen Menschen Heimat. Das heißt, sie brauchen verlässliche Beziehungen. Verlässliche Beziehungen wirken als soziales Immunsystem, mit dem auch der Blitzschlag unglücklicher Erfahrungen aufgefangen werden kann, schreibt Wilhelm Schmid. Menschen brauchen zudem Vertrauen in verlässliche Strukturen innerhalb und außerhalb der Familie. Sie brauchen Orientierung, sie brauchen wechselseitige Hilfe und Unterstützung, Solidarität und ein Gefühl von sozialer Geborgenheit. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene brauchen Zukunftsperspektiven, Planbarkeit und Träume. Doch mit all dem schaut es schlecht aus in diesem Frühling 2021. All diese wichtigen Voraussetzungen für die psychische Gesundheit und für den sozialen Zusammenhang sind seit dem letzten Frühjahr durch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zerbröselt. Die psychosozialen Schäden der mehrfachen und stets verlängerten Lockdowns sind enorm. Dazu ein paar Fakten aus einer aktuellen Studie der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und aus einem aktuellen Forschungsbericht der Familiensoziologin Dr. Ulrike Zartler von der Universität Wien. Ich zitiere aus der Tageszeitung Der Standard. Was sind die wichtigsten verheerenden psychosozialen Folgen der Pandemiebekämpfung? An erster Stelle, die Jugend gleitet in die Depression. Ältere Kinder, Jugendliche und Studenten hatten seit mehr als einem Jahr keinen regulären Unterricht. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen, mehr als die Hälfte, zeigt jetzt depressive Symptome. 16% äußern suizidale Gedanken. Ein Drittel der Bevölkerung ist psychisch stark belastet. Besonders stark betroffen sind neben älteren Kindern und Jugendlichen Frauen, insbesondere Alleinerzieherinnen, dann allein lebende Menschen, also Singles, arme und armutsgefährdete Familien und Menschen und dann Menschen, die schon vorher psychisch stark belastet waren. Rund die Hälfte der Bevölkerung, zeigt Anzeichen von Überlastung und Stress in Form von gesteigerter Gereiztheit, Unruhe, Schlafstörungen, Ängsten, depressiven Verstimmungen und Beziehungsstörungen. Paare, die sich schon vorher auf die Nerven gingen, für die wurden die Zeiten des Lockdowns zur Hölle. Eltern, insbesondere Mütter, fühlen sich erschöpft und ausgelaugt. Durch die familiären Mehrbelastungen, durch Homeoffice in den familiären Randzeiten. Das heißt, um 4 Uhr aufstehen und arbeiten,
in der Nacht arbeiten, am Wochenende arbeiten. Die Nerven liegen blank durch Homeschooling und Kontaktverbot für sie und ihre Kinder. Ich mag nicht mehr und ich kann nicht mehr, ist das vorherrschende Gefühl. Weiters hat die Solidarität innerhalb der Gesellschaft abgenommen. Die sogenannten Helden des Alltags, die wurden kurzfristig mit billigem Applaus bedacht, sind aber heute gleich schlecht bezahlt wie eh und je. Nach einem kleinen, kurzen Stimmungshoch im letzten Sommer ist die gesellschaftliche Stimmung gekippt. Mit dem zweiten Lockdown im Herbst sind Frust und Lethargie eingetreten. Im Spätherbst ist die Stimmung in Verzweiflung übergegangen, sagt die Familiensoziologin Dr. Ulrike Zartler. Nicht nur die Solidarität hat abgenommen, sondern auch das Gefühl von sozialer Geborgenheit. Kein Wunder, werden doch seit über einem Jahr die neuen Regeln des Zusammenlebens ununterbrochen gepredigt. Meide deinen Nächsten, komm niemandem zu nahe. Den Kindern wurde gesagt, triff deine Freunde und Großeltern nicht. Seit über einem Jahr haben Kinder und auch wir die Botschaft erhalten, ich bin eine Gefahr für alle anderen und alle anderen sind eine Gefahr für mich. Die Kinder haben verinnerlicht, wenn ich jemanden liebe, muss ich Abstand halten. Ich darf niemanden berühren. Wenn ich die Oma umarme, muss sie wahrscheinlich sterben. Soweit in aller Kürze ein paar Fakten, die alle darauf hinauslaufen, ein Gefühl des Fremdseins, des Verlorenseins, der Heimatlosigkeit breitet sich epidemisch aus. Heimat ist gefährdet und bedroht. Heimat im Sinn von sozialer Geborgenheit, im Sinn einer verlässlichen, eingespielten Wirklichkeit, auf die gebaut und vertraut werden kann. Und genau hier setzt dieses Buch von Wilhelm Schmid an. Heimat finden vom Leben in einer ungewissen Welt. Erste Überlegungen dazu hat Professor Wilhelm Schmid vor genau 10 Jahren zum ersten Mal vorgetragen. Dann ist das Thema gereift. Intensiv daran gearbeitet hat Wilhelm Schmid die letzten 5 Jahre lang. Anliegen dieses Buches ist es, in einem reichen Mosaik mit vielen Farben und Facetten auch sehr persönlich zu zeigen, wo und wie Heimat unter modernen Bedingungen gefunden, geschaffen und gepflegt werden kann. Über Wilhelm Schmid hat die Zeit, die Wochenzeitung Die Zeit, vor wenigen Tagen geschrieben. Er ist wohl der beliebteste deutsche Denker der Gegenwart. Als Lebenskunstphilosoph erfindet Schmid eine antike Tradition neu. Er will das Dasein nicht nur ergründen, sondern zum guten Leben anleiten. Er kombiniert alte Themen wie Glück und Weisheit mit modernen wie Balance und Selbstfreundschaft, schreibt Die Zeit. Lieber Herr Professor Schmid, ich freue mich sehr, dass Sie jetzt bei uns hier in Feldkirch zu Gast sind und uns einen ersten Einblick in Ihr neues Buch geben, Heimat finden vom Leben in einer ungewissen Welt. Dankeschön, Herr Köpp. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Als die Corona-Pandemie über uns hereinbrach in der ganzen Welt, hatten alle, die unterwegs waren, das war ich auch mit meiner Frau, nur einen Wunsch: nach Hause. Das will viel sagen. Was ist das? Was ist verbunden mit diesem Zuhause oder mit seiner stärkeren Form, der Heimat? Etwas, was sich offenkundig nicht gut ersetzen lässt. Es kommt uns am stärksten zu Bewusstsein, wenn wir es entbehren müssen. Was verspricht also das Zuhause, die Heimat, gerade in einer so schwierigen Zeit?
dass es einen Ort gibt, den wir gut kennen, der uns nicht fremd ist, an dem wir uns zwischen vertrauten Menschen bewegen können und nicht rechtfertigen müssen, was wir überhaupt noch hier machen. Das ist uns passiert. War in Spanien und wir dachten, auf einem öffentlichen Platz kann man sich ohne weiteres doch noch auf eine Parkbank setzen. Schon war die Polizei da und fragte mich, was wir hier zu suchen haben. Also besser nach Hause, wo wir uns niemandem erklären müssen. Und wenn schon krank, dann besser zu Hause. Aber auch ohne Viren suchen immer mehr Menschen nach Heimat in einer Welt, die ihnen befremdlich erscheint. In einem Leben, das sich schneller ändert, als es zu verstehen ist, machen viele die unheimliche Erfahrung einer existenziellen Ungewissheit. Mehr als je zuvor sehen sich sogar Menschen mit dem Gefühl von Heimatlosigkeit konfrontiert, die eigentlich wohl beheimatet sind. Heimat wird zum flüchtigen Gut in einer Epoche, die man unter der Rubrik Globalisierung subsumiert und das wegschiebt von sich, das ist die Wirtschaft. Nein, das sind wir selber, die wir großräumig unterwegs sind, großräumiger als je zuvor in der Menschheitsgeschichte und viel mehr Menschen als jemals zuvor. Das hat ja auch zur Ausbreitung des Virus beigetragen. Im eigenen Hin und Her zwischen unterschiedlichen Welten werden wir selbst flüchtig und beginnen uns zu fragen, wo bin ich eigentlich daheim? Wo war ich daheim? Wo werde ich in Zukunft Heimat finden können? Heimatlosigkeit entsteht durch die Erschütterung, dass etwas nicht mehr so ist, wie es vertraut war. Nicht nur in Bezug auf das Leben an einem Ort, sondern auch in Bezug auf unser Lebensverständnis, unsere Weltsicht und die Verbundenheit mit anderen. So vieles davon zerbröselt uns unter den Händen. Für alle bleibt kein Stein mehr auf dem anderen in diesem 21. Jahrhundert, das aus guten Gründen schon das Jahrhundert der Disruption genannt wird. Disruption, Bruch, tiefer Bruch, Umbruch in allen Bereichen. Die Welt, die gewiss erschien, wird ungewiss, wenn Beziehungen zerbrechen, das kennen sehr viele, Grenzen fallen, neue Techniken uns verunsichern, immer wieder neue Techniken, Arbeitsplätze in Frage stehen, klimatische Befürchtungen, mit großer Wahrscheinlichkeit sehr begründet, existenzielle Ängste wecken und weltweit scheint es an, auch politisch an Verlässlichkeit zu mangeln. Wo in einer Welt, die als so unbeständig, ungewiss, ja ungemütlich wahrgenommen wird, kann Beständigkeit, Gewissheit, Geborgenheit sein? Im Privaten und in der Gesellschaft wächst das Bedürfnis nach einer verlässlichen, eingespielten Wirklichkeit, auf die gebaut und vertraut werden kann. Heimat ist ein Wort dafür. Die Heimat verspricht Wärme in einer kälter werdenden sozialen Welt. Sie weckt die Hoffnung auf Vertrautheit und Geborgenheit anstelle von Fremdheit und Verlorenheit. Die Hoffnung auf eine Fülle von Sinn anstelle von Sinnlosigkeit. Sehr viel Selbstvertrauen geht mit der Selbstverständlichkeit einer Heimat einher, in der ich meinen Platz kenne und einfach nur da sein kann. Hier bin ich richtig.
Umstandslos kann ich mich an den Tisch setzen, nicht nur zu Hause, sondern auch bei vertrauten Menschen sonst wo. Ich muss keine Energie aufbringen, um mich erst neu zu orientieren, Leute kennenzulernen und die Sprache zu verstehen. Die Heimat passt zu mir und ich zu ihr. In ihr finde ich mich zurecht. Sie ermöglicht mir das Leben und vielleicht sogar ein gesteigertes, erfülltes, besseres Leben mit großer Gewissheit und Beständigkeit und Verlässlichkeit. Nicht nur für eine Weile, sondern am besten für immer. Das schwingt in diesem schönen deutschen Wort Heimat mit, das anderen Kulturen immer auch mal wieder ein Rätsel war. Das ist eben mehr als Home für eine gewisse Zeit. Heimat soll am besten für immer sein. Der Versuch, sich erneut auf Heimat zu besinnen, ist eine Antwort auf die Sehnsucht nach einem solchen, nennen wir es, Basislager des Lebens, von dem aus wir Erkundungen ins Ungewisse machen können. Die Welt ist groß und unübersichtlich. Jeder Mensch braucht eine kleine Ecke in ihr, welcher Art auch immer, die er überblickt, die ihm vertraut ist, in die er sich zurückziehen kann und ganz bei sich sein kann. Heimat ist Vertrautheit und Geborgenheit, wo und bei wem auch immer. Niemand kann in völliger Fremdheit leben. Jeder bedarf irgendeiner Heimat, besser mehrere Heimaten, damit wir nicht vor dem Nichts stehen, wenn doch mal eine verloren geht. Die Frage ist nicht, ob Menschen Heimat brauchen, sondern wo und wie sie zu finden ist. Das Problem ist zunächst, dass Heimat historisch belastet ist. Zumindest in einem Land wie Deutschland. Sehr wahrscheinlich hat die Heimat eine große Zukunft vor sich, aber nicht mit dem Modell der Vergangenheit. Sehr lange stand sie für eine Identität, die immer gleich bleiben soll. Das steckt nämlich im zugrunde liegenden lateinischen Wort idem, gleich bleibend. Der Wunsch ist verständlich, aber bleibt irgendetwas in unserem Leben immer gleich? Wir selber, körperlich, seelisch, geistig, das ganze Leben hindurch immer gleich? Das ist ausgeschlossen. Gleichbleiben hieße auch für die Heimat, dass sie unveränderlich bleiben muss. Aber wenn sie sich einer Veränderung verweigert, wird sie unweigerlich von ihr überrollt. Wir können uns beim Älterwerden gegen das Älterwerden wehren, das eine Veränderung mit sich bringt. Ändert das etwas am Älterwerden? Also besser die Veränderung mit ins Leben integrieren. Daher ist mein Vorschlag, sprechen wir nicht von einer Identität für die Heimat, sondern von einer Integrität. Sie soll integrieren können, sie soll Veränderung integrieren können, sie soll Beständigkeit haben, unbedingt, aber Beständigkeit, die auch Veränderung mit aufnehmen kann, offen sein kann für anderes und andere. Eine so verstandene Heimat erleichtert auch die Integration derer, die auf der Suche nach einer neuen Heimat sind. Selbstverständlich ist es sinnvoll, danach zu fragen, wie viel können wir verkraften? Darüber geht der Streit und der ist auch notwendig. Aber sicher ist, die Quote muss nicht bei Null liegen. Das wäre der Versuch der Unveränderlichkeit, der schiefgehen muss. Die Heimat kann aus Haupt- und Nebenheimaten zusammengesetzt sein, wie ein Mosaik, dessen Teile im Laufe des Lebens immer mal wieder neu sortiert werden. Zu diesem Heimatmosaik, das wir alle haben, auch wenn wir uns das vielleicht noch nicht so vergegenwärtigt haben,
Dazu zählen erst einmal Räume, Orte, an denen ein Mensch sich zugehörig fühlt und die am ehesten noch die Gewissheit bieten, die er von einer Heimat erwartet. Meist die Wohnung, dann das Dorf, die Stadt, die Region, das Land, in dem wir leben. Von großer Bedeutung, schicksalhaft von den Eltern und von dem Zufall der Geburt festgelegt, ist eben dieser Ort, an dem wir geboren werden, die Landschaft, in der wir heranwachsen, Kindheit und Jugend erleben. Heimat ist dort, wo die eigene Geschichte ihren Lauf nimmt. Das ist vermutlich für alle Menschen so. Und es ist fast egal, wo das ist. Ich bin ziemlich sicher, wenn die Menschen mal auf dem Mars eine Kolonie gründen, unweigerlich dort Kinder geboren werden. Das wird ihre Heimat sein, dieser Planet mit seinen Besonderheiten. Und die Eltern und Großeltern werden abends, wenn es dunkel wird, auf den Himmel zeigen, einen kleinen blauen Punkt identifizieren und werden sagen, das war mal unsere Heimat, dort kommen wir her. Das wird den jungen Menschen nicht wahnsinnig viel sagen, aber wenn es der Opa sagt, dann wird es schon stimmen. Irgendwann werden sie dann neugierig sein, ich möchte mal einen Ausflug machen auf diese Erde, um deine Heimat kennenzulernen, und werden sie möglicherweise sogar lieb gewinnen, lieber sogar, als die Menschen auf der Erde heute ihre eigene Erde lieb haben. Diesem Anfang wohnt ein Zauber inne, der das ganze Leben vorhält. Wann immer man mit Menschen über Heimat spricht, es kommt unweigerlich dieser Ort zum Vorschein, an dem sie herangewachsen sind, von dem sie erzählen können. Für mich war das das kleine Dorf im Bayerisch-Schwäbischen, nicht weit von Feldkirch. Ein Dorf, das ich nie verlassen wollte. So lieb war mir das. Bis die Pubertät meine Meinung geändert hat. Von da an wollte ich die große, weite Welt erobern, egal wie und warum. In der Stadt aber war ich einsam. Ich verstand das Leben nicht, das so anders war als das Ländliche, mit dem ich vertraut war. Wo in dieser fremden Welt konnte ich Vertrautheit finden, mich wieder heimisch fühlen? Ich schloss mich einer Künstlergruppe an und fühlte mich auf Anhieb dort besser verstanden als je zuvor. Fern der Heimat gab es also eine andere Art von Heimat, von der ich nicht mal gewusst hatte, wie sehr sie mir fehlte. Und sie war nicht primär räumlich, sondern menschlich und geistig geprägt. Heimat ist viel mehr als ein Ort. Sie entsteht auch durch Beziehungen zu anderen, zu einer Familie, einem Freundeskreis, einer Gruppe, ebenso im Ambiente einer gemeinsamen Sprache, einer geistigen Verbundenheit, im Rahmen von vertrauten Werten, die wir mit anderen teilen, und auch im Rahmen von bevorzugten Künsten. Insbesondere fühlen wir uns in Musikrichtungen beheimatet, in Lebensstilen und Moden, ja auch in Meinungen und Denkweisen, Denkgewissheiten, Gewohnheiten, Eigenheiten, die wir selber haben oder die andere haben, auch wenn wir uns manchmal entrüsten darüber, aber sie sind uns vertraut. Das macht Heimat aus. In neuen Formen lebt die Heimat in digitalen Welten auf, mit denen Menschen vertraut werden
und vor allem in der portablen, nennen wir sie, Handyheimat, die auch mir so wichtig ist, dass ich das Gerät ständig bei mir habe. Das ist heutzutage alles, was vom Schreibtisch übrig geblieben ist. Ein ganzer Schreibtisch steckt in diesem Gerät. Ich kann also, was ich mir immer schon gewünscht habe, pausenlos an meinem Schreibtisch sitzen, egal wo in der Welt ich mich bewege. Über das Ich hinaus wollen die meisten Menschen noch dazu, in einem größeren Ganzen, in einer Gemeinschaft, einer Kultur, in der Natur, im Kosmos, in Gott geborgen sein. Das Wesentliche, das allen Heimaten eigen ist, dürfte aber die Bedeutung sein, die ein Mensch allem und jedem geben kann. Was nichts bedeutet, kann keine Heimat sein. Nur das, was wichtig ist und uns wertvoll erscheint, und je wertvoller, desto mehr, das stellt eine Basis für das Entstehen von Vertrautheit und Geborgenheit dar. Heimat ist das, was nicht egal ist. Das kann vieles sein. Die mögliche Vielfalt wird in der Diskussion über die Heimat oft aus den Augen verloren. Statt das Leben auf eine einzige Haupt- und Herzensheimat zu reduzieren, käme es darauf an, auch andere soziale, mentale, räumliche und temporäre Heimaten zu gründen und zu pflegen. Heimatpflege ist Sache jedes einzelnen Menschen, ein Carework, eine Sorgearbeit, mit der ein Mensch sich nicht nur passiv an dem erfreut, was ihm schon gegeben ist als Heimat, sondern aktiv sich um sein Heimatmosaik bemüht. Nur er oder sie oder divers kann wissen, was für ihn solche Bedeutung hat, dass es als Heimat für ihn gelten kann. Im Zweifelsfall ist Heimat eine Frage der Definition. Wer Festigkeit will, sollte sich festlegen. Und attraktivere Alternativen außer Acht lassen, die gibt es immer. Und wir machen uns verrückt, wenn wir ständig allen Alternativen hinterherrennen, die viel schöner sind als das, was wir haben. Haben wir sie, war das viel schöner, was wir vorher gehabt haben. Das können wir abkürzen. Auf das lege ich mich fest. Auf diese Beziehung lege ich mich fest. Das ist meine Heimat. Wer Vertrautheit will, sollte Fremdes immer wieder in Bekanntes verwandeln. Heimat ist überall, wo ein Mensch sich mit der Welt vertraut macht, in der er lebt und sich einrichtet. So kann sogar die Ungewissheit noch zu einer Art von Vertrautheit und insofern zur Heimat werden. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Ungewissheit noch länger andauern wird, werden wir vertraut damit und dann können wir uns die Welt anders gar nicht mehr vorstellen. Mal davon abgesehen, dass selbstverständlich Leben immer schon ungewiss war. Nur die Gründe dafür wechseln ab. Und restlos aufzuheben, ist Ungewissheit im Leben und in der Welt nicht. Wichtige Steine im Heimatmosaik sind die Beziehungen, in denen ein Mensch lebt. Heimat ist überall, wo Beziehung ist. Beziehungsheimat ist ein wunderbares Basislager, von dem aus wir die Welt erkunden können. Das lässt sich schon bei kleinen Kindern erleben, wenn sie ihr Basislager haben, in der Familie, bei den Eltern, bei den Geschwistern, bei den Großeltern. Wenn das sicher ist, dieses Basislager, dann können sie von da aus weggehen und die Welt erkunden und wieder zurückkommen. Das ist für die meisten Menschen unsere bevorzugte Kernheimat. Dort ist Gewissheit und Schutz, wie Heimat sie bieten kann und auch bieten soll. Dort kennen wir uns aus.
Das ist unsere Seelenheimat, denn Beziehungen gehen immer mit Gefühlen einher. Wo Menschen uns egal sind in Gefühlen, da kann keine Heimat für uns sein. Das können Beziehungen der Herkunft sein, weiterhin. Und das können Beziehungen der Wahl sein. Der Mensch, mit dem wir durchs Leben gehen, das ist eine Wahl, eine Entscheidung, die wir irgendwann treffen. Der größte Mosaikstein ist vermutlich für die meisten Menschen die intimste Beziehung. Im besten Fall ist es Liebe, die es ermöglicht, sich in den Augen und Armen eines anderen Menschen geborgen zu fühlen. Nicht permanent, aber immer mal wieder. Für Momente der Selbstvergessenheit. Die Wahlbeziehung, die eine Liebesheimat begründet, folgt oft dem Drängen einer Leidenschaft. Heimat können die Liebenden auf Dauer aber füreinander sein, wenn sie mit ihren unterschiedlichen Welten zurechtkommen, in denen sie heute mehr als jemals in der Menschheitsgeschichte leben. Alle. Nicht in allen Welten sind sie gemeinsam daheim. Sie wohnen auch in je eigenen Arbeitsheimaten. Ja, auch die Arbeitsstelle kann zu einer Heimat werden. Nicht wenige finden dort mehr Heimat als zu Hause. Spielheimaten, Sportheimaten, Freundschaftsheimaten, die wir nicht durchweg sämtliche samt und sonders miteinander teilen. Liebe ist kein leeres Wort, wenn die Liebenden mit Tuchfühlung zueinander Sorge dafür tragen, die Vertrautheit miteinander und die Geborgenheit beieinander zu bewahren. Zwischen zwei Menschen entsteht manchmal, wie selten, eine Welt. Die ist dann die Heimat. Das stammt von Hannah Arendt, die nach der Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach New York die Erfahrung der Heimat in ihrer langjährigen Ehe gemacht hat. Die beste Voraussetzung für eine Heimat in der Beziehung zu anderen ist die Heimat in uns selbst, die Heimat sein kann. Das ist zu einem guten Teil eine geistige Heimat, in der wir uns wohnlich einrichten. Diese innere Heimat in unserem Denken, in unseren Vorstellungen, ist auch in äußerer Heimatlosigkeit möglich. Die Menschen, die flüchten, die fliehen müssen, die nicht leicht anderswo eine vergleichbare Heimat finden, aber diese Heimat haben sie immer bei sich, die Heimat in ihren Gedanken, in ihren Ideen, auch in ihren Gefühlen, in ihren Beziehungen, die sie, die meisten jedenfalls, mitbringen und in der Beziehung zu sich selbst. An das Zuhause in Gedanken können Menschen allerdings so sehr gebunden sein, dass sie ihm auch dann nicht entkommen, wenn sie Beziehungen und Orte wechseln. Es ist leichter, sich von einem Ort zu entfernen, als von einem Gedanken. Die eigenen Denkweisen können so vertraut sein, dass andere als befremdend empfunden werden. Das gilt nicht nur für andere Menschen, das gilt auch für mich selbst. Auch ich sehe gerne bestätigt, was ich denke. Diese fatale Bestätigungsneigung, wie man sie nennt, Confirmation Bias, ist mir sehr wohl geläufig. Auch ich bin gerne mit Menschen zusammen, die ähnlich denken wie ich und mir bestätigen, ja, das ist toll, was du denkst. Damit aber sind die Gedanken, die die geistige Heimat bilden, in Gefahr, zu ungeprüften Wahrheiten zu werden und kaum noch irritierbar zu sein. Einem Leben ohne Wahrheiten fehlt die Orientierung.
Aber ein Leben mit Wahrheiten, die nie in Frage stehen dürfen, kann schrecklich fehlgehen. Fatale Fehlentscheidungen können die Folge sein. Anders als das Denken von sich selbst denkt, ist Denken immer von einer Perspektive geprägt. Wir sehen niemals alles. Wir sehen immer nur Ausschnitte, gebunden an den Ort, von dem aus wir blicken. Wir blicken aus Österreich anders in die Welt als schon aus Deutschland. Im mittleren Europa anders in die Welt als aus dem südlichen Europa oder dem nördlichen Europa, ganz zu schweigen von anderen Erdteilen. Unsere Perspektive ist gebunden an die Zeit, in der wir leben. Eine andere Zeit wird andere Perspektiven haben. Und unsere Perspektive ist gebunden an die Tätigkeit, die wir vorzugsweise ausüben. Schon ein Internist, ein innerer Mediziner, hat eine andere Perspektive auf Leben und Welt als ein Chirurg. Und die arbeiten unter demselben Dach. Perspektive, von lateinisch perspectus, wörtlich der Durchblick, ist eher der Blick durch ein Schlüsselloch als der totale Durchblick. Wir glauben zwar, ich glaube das auch manchmal, den totalen Durchblick zu haben, aber es stellt sich immer wieder als Irrtum heraus. Es genügt eine Begegnung mit einem anderen Menschen, um zu bemerken, es gibt noch andere Blicke in dieser Welt. Die Perspektive sorgt für einen Ausschnitt der Welt im Auge des Betrachters. Wir brauchen diesen Ausschnitt, denn es ist dieser Ausschnitt, der zu einer vertrauten Heimat für uns wird, so wie er für andere Menschen fremdes Terrain ist und bleibt. Oft auch innerhalb einer Beziehung fremd bleibt. Es ist eine Sichtweise, wie wir etwas sehen und wie nicht. Dass wir etwas sehen und etwas anderes nicht, was knapp daneben ist. Insofern immer eine gute Idee, Perspektive zu wechseln, also zum Beispiel zu reisen, andere Menschen kennenzulernen und auf diese Weise Dinge auch anders wahrzunehmen und zu bemerken, auch aus anderer Sicht macht die Welt einen Sinn, auch aus anderer Sicht haben Dinge Bedeutung und nicht nur aus meiner Sicht. Ein einfaches Beispiel, wenn ich das nennen darf, Autofahrer nehmen die Welt anders wahr als Fahrradfahrer. Und beide zusammen noch ganz anders als Fußgänger. Spannend wird es, wenn die Rolle gewechselt wird. Wenn also der Autofahrer abends aufs Fahrrad sich schwingt und jetzt über die Autofahrer flucht. Und natürlich über die störenden Fußgänger, die immer überall im Weg stehen. Dann ist er Fußgänger und jetzt stören ihn die Fahrradfahrer und die Autofahrer. Ich würde dafür plädieren, diese Rollen häufiger zu wechseln, denn garantiert wird das Leben reicher, je mehr Perspektiven wir einnehmen können. Und unser Verständnis für andere wird größer, damit die Nachsicht, und so kommen wir besser durchs gemeinsame Leben. Ein großer Mosaikstein der Heimat kann die Natur sein, in der wir uns oft auf Anhieb zu Hause fühlen. Viele sind ergriffen beispielsweise beim Anblick von Landschaften wie den Bergen, in die Feldkirch eingebettet ist. Denn Berge, das erschließt sich einem Menschen sofort, waren lange vor mir da. Und sie werden lange nach mir noch da sein. Ich kann mich geborgen fühlen in dieser Umgebung. Die Natur, auch das Meer, aber in besonderem Maße für viele sind es die Berge, stehen für das Beharrliche, das wertvoller wird, wenn Veränderungen das Leben dominieren. Vielleicht
Haben Sie sich schon mal gefragt, warum so viele Menschen in die Berge fahren? War noch nicht so vor 100 oder 150 Jahren, ganz zu schweigen von noch früheren Jahrhunderten. Da waren die Berge gefürchtet. Aber je mehr Veränderung es in der Welt gibt, im modernen Leben, desto mehr die Suche nach dem, was beharrt. Berge sind das Nicht-Technische, das Ursprüngliche, nach dem Menschen sich sehnen. Je mehr die jeweils neueste Technik das Leben bestimmt. Und Natur und eben die Berge ermöglichen Detox, die Entgiftung, die manche beim zu tiefen Eintauchen in die digitalen Welten nötig haben. Heimat heilt. Und in besonderem Maße gilt das für die Heimat in der Natur. Die Nähe zu ihr macht Menschen automatisch gelassener. Das gilt schon für den Spaziergang, den wir für eine halbe Stunde in den Wald oder über die Wiesen, an einen Fluss, an einen See machen. Das lässt uns durchatmen. Das weitet unseren Blick, das weitet unsere Seele. Das frischt unseren Geist auf und bringt uns unseren Ursprüngen wieder nahe. Denn woher sollten wir kommen, wenn nicht aus der Natur? Wohin sollten wir gehen, wenn nicht zurück in die Natur? Weitere Mosaiksteine verdanken sich der Kunst und Kultur. Heimat wird geschaffen mit Klängen, mit Bildern, mit Büchern, noch immer. Auch ich verbrachte als Kind jede verfügbare Zeit in Büchern. Ich war ein Bauernbub, aber mich haben Bücher interessiert. Das war meine Wohnung in Worten, meine Bücherheimat, in der ich mich täglich bewegt habe. Kein Kind in meiner realen Heimat machte sowas. Aber das hinderte mich nicht daran, weiterzulesen, meine frühe Art der Heimatpflege. Es war meine Welt, die nur in Zeichen existierte. Aber für mich waren die Zeichen wirklicher und vielfältiger als die Umgebung, die nur aus einer einzigen Wirklichkeit bestand und keine andere kennen wollte, wie das früher jedenfalls auf dem Dorf üblich war. Als wäre eine Wirklichkeit schon ausreichend für ein Leben. Meine Bildungsheimat fand ich in Büchereien und Bibliotheken mehr noch als an Schulen und Universitäten. Was aus Büchern heute noch werden soll, das ist offen. Aber Büchereien und Bibliotheken tragen heute Sorge dafür, dass sie nicht zu Gemäuern verfallen, die mit ähnlichem Interesse irgendwann besucht werden wie die antiken Katakomben und geben mittlerweile den neuen Medien sehr viel Raum. Das ist absolut sinnvoll. Auch Bilder tragen zur Bildung bei. Aber unverzichtbar bleibt die Sprache. Sprache ist die Heimat aller Menschen. Im Denken, im Sprechen, im Hören, im Lesen und Schreiben. Auch wenn für den Einzelnen am meisten Heimat dort ist, wo andere die gleiche Sprache sprechen und womöglich eine vertraute Dialektfärbung Wohlklang in Ohren und Seelen erzeugt. Ich höre in dem Dialekt, der in Vorarlberg gesprochen wird, meinen Dialekt im benachbarten Bayerisch-Schwäbischen wieder. Nicht vollkommen, aber einzelne Elemente sind eindeutig vorhanden. Und das ist ein Stück Heimat für mich. In allen Kulturen umgibt die Sprache als wichtigste Trägerin von Bedeutungen jeden Menschen wie eine Wolke, deren Konturen zu jedem Zeitpunkt in Veränderung begriffen sind. Sprache ist nichts Totes, Sprache bewegt sich permanent. Worte werden vergessen, neue Worte kommen zum Vorschein.
Die Sprache ist die wahre Cloud, aus der ohne Unterlass Formulierungen abgerufen werden können. Ich erfinde ja nicht Formulierungen neu, jedenfalls in der Regel nicht, sondern ich pflücke sie aus der Wolke, wo sie im günstigsten Fall herabregnen auf mich, sodass ich mich gar nicht erst anstrengen muss, sie herbeizuholen. Und die Gesamtheit der Sprachen der Menschheit verkörpert die Schwarmintelligenz aller Kulturen in Geschichte und in der Gegenwart. Das ist die Open Source, um die es in Wahrheit geht, die jederzeit jedem Menschen zur Verfügung steht, der sich ihrer zu bedienen weiß. Fast von selbst wird ein Mensch durch den bewussten Gebrauch von Sprache klüger, weil so viel Klugheit in der Sprache schon angelegt ist, weil schon so viele Menschen früher Jahrhunderte diese Klugheit in der Sprache formuliert haben und wir uns dieser Formulierungen bedienen können. Im 21. Jahrhundert muss sich die Sprachkenntnis auch auf Daten- und Programmiersprachen erstrecken. Mein Problem ist, dass ich nicht programmieren kann. Denn so kann ich auch nicht durchschauen, was andere mir vorsetzen, die in digitalen Sprachen zu Hause sind. Das ist deren Heimat, was mich befremdet. Ich bin hilflos, sobald ich die Datenpfade verlasse, mit denen ich mich schon vertraut gemacht habe und andere mich vertraut gemacht haben. Das Tolle an Daten und Zeichen ist, Welten von unendlichem Reichtum bilden zu können. So entsteht die Welt des Internet, die ungeheuer reich ist, sodass Menschen sich darin auch verlieren können, so sehr sie sich darin beheimatet fühlen mögen. Auf der anderen Seite sind Leben und Welt mit ihren endlos verzweigten Zusammenhängen und Wechselwirkungen nicht nur das, was Daten und Zeichen zu erfassen vermögen. Das müssen wir vielleicht erst wieder neu lernen. Zur Kompetenz mit Daten umzugehen, wie man das heute nennt, Data Literacy, gehört auch die Kompetenz, Daten in die analoge Lebenswelt einbetten zu können, in der es um sinnliche Erfahrungen geht. Wovon die Rede ist, wissen wir jetzt alle, die wir ein Jahr Pandemie-Erfahrung hinter uns haben, in der die digitale Welt uns einerseits gerettet hat, insofern wir digital miteinander kommunizieren konnten, in der wir aber auch neu, vielleicht zum ersten Mal gelernt haben, was wirklich zählt im Leben. Einem Menschen real zu begegnen, sinnlich andere Menschen wahrnehmen zu können, das Gesicht sehen zu können, wirklich miteinander sprechen zu können, ein echtes Bier miteinander trinken zu können oder ein Wein oder Saft, aber nicht vor dem Bildschirm sich zuprosten zu müssen. Zur analogen Welt gehört die Bewältigung des Alltags, die immer analog bleiben wird. Es gibt kein digitales Essen. Das Essen nehmen wir analog zu uns oder wir gehen zugrunde. Statt uns allzu sehr von neuen Techniken verunsichern zu lassen, kommt es darauf an, sich damit so vertraut wie möglich zu machen und sie ins Leben zu integrieren. Integrität unserer Heimat soll dazu in der Lage sein, auch neue Techniken zu integrieren. Das ist ja auch bei anderen Kulturtechniken schon geschehen. Liegt nur lange zurück, sodass wir uns nicht mehr so daran erinnern. Aber die Schrift war auch mal was ganz Fremdes und ist eingebaut worden ins Leben. Das Buch ist eingebettet worden und das hat, als es entstanden ist, sehr viele Menschen sehr befremdet, vor allem herrschende Menschen. Die Schreibmaschine ist in das Leben integriert worden. Das Telefon ist in das Leben integriert worden. Wir können sie uns nicht mehr wegdenken.
Also wir werden das auch noch mit neueren Techniken schaffen. Diese neuen Techniken machen ein ortsunabhängiges Leben und Arbeiten möglich. Das gibt den Regionen eine neue Chance, die unter Landflucht gelitten haben. Je nach der persönlichen Bewertung eines Menschen kann ein Mosaikstein der Heimat gerade in den kommenden Zeiten das relativ ruhige Leben auf dem Land sein. Heimat ist auf dem Land zumindest eine Anmutung von heiler Welt. Und wenn sie nicht heil ist, ist die Bereitschaft groß, sie mit eigener Arbeit wieder heil zu machen. Das kann einer Idylle nahe kommen. Auch für mich ist das Bedürfnis nach Idylle ein Grund, meine alte Heimat wieder und wieder aufzusuchen. Kann eine Idylle nahe kommen. Eine reine Idylle, selbstverständlich, ist auch das Leben auf dem Land nicht. Für mich ist die Stadt zu einer zweiten Heimat geworden, die ich nicht missen möchte. Speziell die Stadt, in der ich lebe, Berlin, das ich kennengelernt habe auf der Schulabschlussfahrt von Süddeutschland aus durch die ganze Republik. Und dann fuhr der Bus am Berliner Kuhdamm, dem Kurfürstendamm, entlang. Ich schaute aus dem Fenster und wusste, hier will ich leben. Ich gehöre hierher. Das war vor 40 Jahren und ich habe mich nicht getäuscht. Es ist meine Wahlheimat geworden, die ich so wenig missen möchte wie meine Herkunftsheimat. Was macht die Stadt für mich zur Heimat? Das lässt sich sehr kurz sagen. Die setzt mich unter Strom. Jeden Tag. Ich brauche diese Anregung. Ja, die Erregung durch sie, um leben und arbeiten zu können, auf Ideen zu kommen. Wer Inspiration sucht, der findet sie in der Stadt. Mehr noch, glaube ich, als auf dem Land. Die städtische Heimatpflege geschieht durch urbane Lebenskunst. Und das heißt, ein ziemlich freies Leben führen zu können. Frei zur Wahrnehmung der Fülle von Möglichkeiten, meine ich, die eine Stadt nun mal mehr bieten kann als das Land, weil so viele Menschen auf so kleinem Raum sind und so viele Unternehmungen sich dort versammeln, gibt es eben auch sehr viel mehr Möglichkeiten. Zur Atmosphäre in der Stadt tragen alle bei, die Bewohner genauso wie die Besucher, auch wenn die meisten ihren eigenen Anteil daran gar nicht wahrnehmen und denken, die Stadt sei was Objektives, was einfach so ist. Aber die Stadt lebt von den Menschen, die in ihr leben. Und zweifellos auch von den verrückten Menschen, die in ihr leben. Für den Gang nach draußen eignet sich in der Stadt das Café als vorgeschobenes Basislager. Das ist die Institution des städtischen Lebens schlechthin. Je größer die Kaffeedichte, desto urbaner die Stadt. Denn das heißt, dass die Menschen nicht in ihren Wohnungen bleiben, sondern ihr Leben nach draußen tragen, sodass es sichtbar wird. Wie für viele andere Menschen ist auch für mich Heimat überall dort, wo es Kaffee gibt. Wo Kaffee ist, da ist Trost und neue Zuversicht. Das Leben kommt für einen Moment zur Ruhe und die Welt kann wieder aus einer definierten Perspektive heraus betrachtet werden. Kaffees führen mich an Orte, die hätte ich nicht entdeckt, würde ich nicht schon lange die Devise beherzigen: Follow the coffee. Im Café selbst wird die Tasse, die vor mir steht, zu meiner Augenblicksheimat, zum Fixpunkt meines Lebens. Wenn ich Halt im Leben suche und in der Kälte der Welt wärmebedürftig bin, kann ich mich daran festklammern.
und ich sehe das häufig bei Kaffeehausbesuchern, dass mit beiden Händen die Kaffeetasse festgehalten wird. Es ist daher nicht nur unhöflich, es ist Heimatraub, wenn die Kaffeetasse zu früh abgeräumt wird, während der Gast noch da sitzt. Ich weiß, das kann in Österreich niemals passieren. Die Kellner und Kellnerinnen wissen Bescheid. Aber in Deutschland passiert das zu häufig. Mit einem Mal sitze ich da und weiß nicht mehr, was ich hier zu suchen habe. Die Legitimation meines Hierseins, wenn nicht sogar meines Daseins, war die Tasse. Jetzt aber fühle ich mich wie ein Fremder ohne Aufenthaltsgenehmigung. An allen Orten der Welt bieten Cafés Bewohnern wie Besuchern die Möglichkeit, hinter die Fassaden zu gelangen. Ganz wichtig, nicht nur Fassaden von außen wahrnehmen zu müssen, sondern dahinter gehen zu können. Dort findet sehr viel Leben statt. Auch in einem fremden Land kann das Café zur trauten Heimat werden. Für viele bunte Mosaiksteine im Leben von modernen Menschen kann das für eine Art von Heimat sorgen, die neu entsteht, nämlich beim Unterwegssein. Das Unterwegssein selbst als Heimat. Das Unterwegssein ist historisch älter als das Sesshaftsein. Und jetzt wird das wieder zu einem Modus des Menschseins, großräumiger als je zuvor, technisch und organisatorisch möglich wird das durch die leicht verfügbaren Bewegungsorte, also ich meine Autos, Züge, Schiffe, Flugzeuge, und durch die vielen temporär frequentierten Transitorte in wachsender Zahl, also Hotels, Airbnbs, Bahnhöfe, Häfen, Flughäfen. Jetzt wächst die Zahl der Menschen, die die Heimat gänzlich von einem festen Ort ablösen und sich auf neue Weise unterwegs zu Hause fühlen, sei es, weil sie ihren Lebensunterhalt auf die Weise verdienen oder einfach nur, weil sie es so wollen. Schiffe beispielsweise, die ja lange in der Geschichte fast ausschließlich die Unterwegsheimat von Seeleuten waren, sind es mittlerweile auch für die zahllosen Passagiere, die Kreuzfahrten buchen. Und seien Sie ganz sicher, es werden wieder so viele Kreuzfahrten buchen, sobald Corona überstanden ist. Die Heimat, der Heimathafen, hat für diese Menschen als Heimat ausgedient. Heimat ist nicht mehr, wo der Anker geworfen wird, sondern wo er gelichtet wird. Das Schiff ist jetzt meine einzige Heimat, sagte mir eine 70-jährige Dame im Gespräch nach dem Tod ihres Mannes, mit dem sie viele Kreuzfahrten unternommen hatte. Auf viele Arten können moderne Menschen unterwegs sein. Der entscheidende Dammbruch hat sich vollzogen mit den global verfügbaren Medien, die das Leben und Arbeiten unterwegs ermöglichen und die Reiseorganisation ja entscheidend erleichtern. Auch wir buchen über weltumspannende Portale Unterkünfte. Wir finden uns vor Ort leicht mit dem GPS zurecht und arbeiten an jedem Ort am mobilen Bildschirm. Und da ist noch eine Heimat, deren Bedeutung über jede räumliche Heimat hinausgeht. Dass Menschen auch auf eine zeitliche Heimat angewiesen sind, wird nicht immer wahrgenommen. Und doch richten viele ihr Leben gerne im vertrauten zeitlichen Rahmen ein. Tageslauf, Wochenrhythmus, Abfolge der Jahreszeiten,
absolut zuverlässig und daher vertraut und die zugehörigen Rituale und Festtage immer wiederkehrend. Eine Heimat in der Zeit bietet vor allem der Horizont der Lebenszeit mit all den Jahren, die jedem einzelnen Menschen als seine Zeit gegeben ist. Unmerklich entsteht ein Heimatgefühl in der Zeitspanne zwischen Geburt und Tod. Zwischen diesen Eckpunkten liegt die eigene Zeit, die in der ersten Hälfte des Lebens völlig unbegrenzt zu sein scheint. Dann allerdings zerplatzt die sogenannte Unsterblichkeitsblase und die zweite Lebenshälfte ist ganz anders gestaltet, denn plötzlich wird erschreckend realisiert, dass unsere Zeitspanne begrenzt ist und immer kürzer wird. Zu Hause ist ein Mensch in dieser Zeitspanne, da ihm die persönlichen und historischen Ereignisse, die in seiner Zeit geschehen, die typischen Musik- und Kleidungsstile, die in seiner Zeit gelten, die Gedanken und Verhaltensweisen, die in seiner Zeit üblich sind, die verlieren sich. Und wenn sich diese Vertrautheit damit verliert, das setzt in der zweiten Hälfte des Lebens ein und wird immer stärker, dann wird uns bewusst, dass das nicht mehr meine Zeit ist. Mit den Jahren gleiten wir allmählich aus der veränderten Zeit hinaus. Die Jüngeren halten die Zeit, in die sie jetzt hineingeboren werden, für ihre angestammte Heimat, mit der größten Selbstverständlichkeit, wie immer sie beschaffen ist. Was die Älteren befremdet, ist für die Jüngeren vollkommen vertraut. Die Eltern, auf jeden Fall aber die Großeltern, beginnen mit dieser Zeit zu fremdeln, da nichts mehr so wie früher ist. Raum und Zeit sind die Kategorien der Wirklichkeit, die ein reales Leben mit Ort und Datum ermöglichen, es aber auch darauf begrenzen, sodass Entgrenzungen gesucht werden. Das ist möglich im Leben. Durch Träume, durch Fantasien, durch Utopien, durch Transzendenz, das Überschreitende. Das sprengt die Grenzen zumindest in der Vorstellung. Das Gemeinsame all dieser Varianten ist, Heimat ist auch im Möglichsein zu finden, nicht nur in der Wirklichkeit und in den verschiedenen Wirklichkeiten. Wahrscheinlich ist eine Wirklichkeit zu wenig für einen Menschen, um sich beheimatet zu fühlen. Sich allein mit der Kraft der Vorstellung neue Wirklichkeiten ausdenken zu können, ist eine Eigentümlichkeit des Menschseins seit seinen Anfängen. Das hat uns charakterisiert, sich eine Vorstellung zu machen, es gibt noch eine andere Welt außer da oben im Baumwipfel. Und dann ging der ganze Prozess los, dessen Kinder wir sind. Die ganze menschliche Kultur beruht im Grunde auf Hirngespinsten, aus denen viel hervorgegangen ist. Erst grobe Faustkeile, dann später filigrane Kunstwerke, revolutionäre Räder und annähernd perfekte Flugzeuge. Da gab es einen, der arbeitete hart an seiner Realisierung einer Fantasie, einer spinnerten Idee, die er sich in den Kopf gesetzt hatte, und begann, sich Fluggeräte zu basteln und an seinen Armen zu befestigen. Seine Zeitgenossen hielten das für eine ausgemachte Spinnerei, aber guckten gerne zu, weil es war schön gefährlich, und tatsächlich, irgendwann ist er abgestürzt und war tot. Otto Lilienthal. Gut, dass er nicht abgelassen hat von seiner Spinnerei, denn die Spinnerei erhob sich in die Lüfte und deswegen können wir heute problemlos in Flugzeuge einsteigen,
auch wenn die unbedingt so rasch wie möglich ökologischer werden müssen. Die Fantasie lebt von der Vorstellungskraft, die auf weltliche Weise eine Dimension der Transzendenz eröffnet. Auf andere Weise leisten das Religionen, in denen Menschen auch seit der Bewusstwerdung des Menschen eine Heimat finden können. Die schönste Utopie richtet sich dorthin, wo alles gut ist. Das könnte im Paradies sein. Und wenn schon nicht in der Wirklichkeit, so wenigstens im Raum der Vorstellungen. Seit das Paradies als Gegenbild zu einer unparadiesischen Wirklichkeit erfunden worden ist, besetzt es auf viele Arten Köpfe und Herzen. Aber könnte es sein, dass das Paradies gar kein Gegenbild ist, dass es keine Projektion eines angenehmen Wunschzustandes ist, sondern ein bildhafter Ausdruck für das umfassende, unendliche Sein, das allem innewohnt, ein Ausdruck für die Energie, die Wesen leben lässt, ohne selbst ein Wesen zu sein, sich inmitten des endlichen Daseins, einer solchen Unendlichkeit bewusst zu sein, die das Dasein überwölbt und es in all seiner Verlorenheit in sich birgt, das könnte die ultimative Heimat sein. Eine Vielzahl von Heimaten ist möglich. Wo und wie Heimat unter modernen Bedingungen des Lebens gefunden, geschaffen und gepflegt werden kann, das ist das Thema meines Buches über Heimat, das selbst ein Mosaik ist aus lose verbundenen Episoden und Aspekten mit vielen Farben und Facetten, keine Abhandlung, eher eine Erzählung. Heimat muss erzählt werden. Bloße Theorien werden ihr nicht gerecht. Jeder Mensch kann eine eigene Geschichte zu seiner Heimat erzählen. Und es könnte eine gute Idee sein, sich wechselseitig dabei zuzuhören. Die Zusammenschau all dessen, was Heimat sein kann, soll dazu anregen, sich selber Gedanken zu machen über die Bedeutung von Heimat für das eigene Leben. Brauche ich Heimat? Habe ich eine Heimat? Nur eine oder mehrere? Wo sind meine Heimaten? Was kann ich dafür tun, mich zu beheimaten? Worin sehe ich meine Kernheimat? Was halte ich für weniger bedeutend? Wie ist mein Heimatmosaik zusammengesetzt? Was sind die markantesten Steine? Was bringt Buntheit in dieses Bild? Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben und ich hoffe, Ihnen ein paar Anregungen geboten zu haben, was Heimat heute sein kann. Danke. Geschätzter Herr Professor Schmidt, ganz herzlichen Dank für diesen inspirierenden, berührenden Vortrag, mit dem Sie uns eine weite, eine große, eine neue Perspektive von Heimat aufgezeigt haben. Sie haben uns damit einen ersten Einblick in Ihr neues Buch Heimat finden vom Leben in einer ungewissen Welt gegeben. Und ich darf Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, daran erinnern, dass es nur ein kleiner Einblick ist, denn das Buch umfasst nahezu 500 Seiten. Es ist in 7 Hauptkapitel gegliedert. Sie heißen: Heimat ist überall, wo Beziehung ist. Heimat fühlen Menschen in der Natur.
Heimat wird geschaffen mit Kunst und Kultur. Heimat ist das ruhige Leben auf dem Land. Heimat ist das vibrierende Leben in der Stadt. Heimat entsteht beim Unterwegssein in Raum und Zeit. Heimat ist erfahrbar in Fantasie, Utopie und Transzendenz. Diese 7 Hauptkapitel sind untergliedert in jeweils 8 bis 11 Unterkapitel. Ich habe noch nicht alle gelesen, doch die Kapitel, die ich bisher gelesen habe, die finde ich intellektuell sehr anregend und bereichernd, erhellend für das Verstehen von Zusammenhängen und damit für die Sinnfindung. Dazu sind diese Kapitel in einer überaus schönen, gut verständlichen Sprache geschrieben, über weite Strecken im ansprechenden Stil einer persönlichen Erzählung, also poetisch. Für mich ist es ein sehr gelungenes Buch. Ich bin mir sicher, dass mich dieses Buch noch lange begleiten wird. Es ist ein Buch, in dem man immer wieder lesen und immer wieder Heimat finden kann. Das wünsche ich auch für Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bedanke mich für Ihr Interesse bei Wissen fürs Leben und einen großen Dank am Schluss noch an meine beiden Kollegen, an Jürgen Gorbach und Marc Wolf, für die technische Realisierung des Livestreams, für Kameraführung, Beleuchtung, Ton, Regie, Setting. Und besonderen Dank an Marc für seine kreativen Ideen bei der Erstellung des Trailers. Also, nochmals danke für Ihr Interesse. Alles Gute, leben Sie wohl.